Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein FAQ zu Ninja Creamy. Das heißt, ich habe alle eure Fragen, die ich irgendwo gefunden habe, rausgesucht, zusammengestellt und versuche sie in diesem Video zu beantworten. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Also vorab ist erstmal zu sagen, das ist meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung zu der Maschine. Ich werde nicht von Ninja bezahlt, ich habe die Maschine mit meinem eigenen Geld gekauft und von daher, also es ist meine Erfahrung. Kann bei anderen vollkommen anders sein, das nur mal als Disclaimer. Und dann möchte ich mich bei euch mit Creamern hier mal ganz, ganz herzlich bedanken. Erstmal für eure Kommentare, für so viele Likes und auch für Abos. Das freut mich sehr, weil die Videos sind immer viel Arbeit und freut mich dann, ein kleines Feedback von euch zu kriegen und zu sehen, dass die Videos gut ankommen und dass ihr ja gerne mehr von dem Inhalt hättet und deswegen machen wir das heute. Das schaffe ich heute aber nicht alleine. Ich habe so viele Fragen. Ich glaube, es sind über 30 Stück. Die habe ich mir hier auf dem iPad aufgeschrieben, weil das schaffe ich nicht mehr. Alle Sachen, die ich persönlich benutze, habe ich unter dem Video in der Beschreibung verlinkt als kleine Ideenstütze oder auch für euch als Hilfe. Ich bekomme über die Links eine kleine Provision. Das solltet ihr wissen. Ihr unterstützt meinen Kanal damit, aber ihr könnt die Links natürlich auch komplett woanders kaufen. Das Video wird vermutlich lang und ich werde es in Kapitel unterteilen, damit ihr einfach dahin springen könnt, wo es euch interessiert. So, jetzt aber genug gesabbelt. Jetzt geht es los. Am Anfang steht die große Frage, Creamy oder Deluxe? Also im Prinzip, ihr könnt mit beiden Maschinen nichts falsch machen. Der große Vorteil der Creamy ist einfach der Preis, er ist günstiger. Und ihr könnt mit der Creamy auch alle Sachen machen, die wir mit der Deluxe machen. Bloß es ist ein bisschen komplizierter, weil die Deluxe halt dafür schon vorgefertigte Programme hat und es ist etwas einfacher. Bei der Deluxe ist natürlich noch der Vorteil der größeren Becher. Also sie hat, ich glaube, etwas über 50% mehr Inhalt mit den Bechern. Also wenn ihr mehrere in der Familie seid, würde ich immer zur Deluxe raten, wenn ich sage jetzt mal, dass Geld keine Rolle spielt. Und das Schöne ist bei der Deluxe auch mit den Mix-In-Sachen. Da seid ihr ein bisschen freier. Ihr könnt entweder den ganzen Becher mit den Mix-In-Zutaten mischen oder ihr könnt sagen, nee, ich mische nur den oberen Teil und mische den unteren Teil mit etwas anderem. Oder ihr könnt sagen, ich mische nur den oberen Teil, weil den unteren Teil möchte ich später essen. Im Prinzip ist es kein Problem, wenn ihr dann das Mix-In da drin habt, aber wenn ihr den dann später wieder rausholt und wieder neu mischen müsst, dann wäre euer Mix-In geschreddert. Also ihr hättet dann nicht mehr solche Stückchen, wie ihr es beim Mix-In habt, sondern ihr habt es dann in der Masse, in der Restmasse gleichmäßig verteilt. Das sind meiner Meinung nach die größten Vorteile der Deluxe. Thema Lärmpegel. Ja, beide Maschinen sind vermutlich gleich laut und sie sind laut. Ich habe mal gemessen, je nachdem welches Programm ihr nehmt, habt ihr einen Lärmpegel zwischen 80 und 100 Dezibel. Das ist schon richtig laut. Das ist vergleichbar mit lautem Radio oder bei 100 Dezibel mit Diskothek, Presslufthammer. Es ist laut, aber es sind immer nur ein paar Minuten. Das ist das Gute daran. Und man kann sie auch einfach nicht leiser machen. Das ist halt so. Das muss man wissen, wenn man sie kauft. Ist nichts, wenn das Kind schläft und ihr wollt in der Zwischenzeit mal schnell ein Eis machen. Das geht nicht. So, Becher. Es kommt immer wieder die Frage auf, bis wohin fülle ich auf? So, ich sage euch jetzt, wie ich das mache. Ich fülle in allen Fällen immer nur hier bis zu diesem eingestanzten Rand auf. Das ist meine Max-Fill-Linie. Nicht hier oben, nicht bis zu Max-Fill, sondern bis zu dieser Linie. Egal, ob ich normales Eis mache oder ob ich hier so von der Drinkable-Seite was mache. Das heißt, dann fülle ich bei Drinkable bis zum Ende des geriffelten Randes ein, die Basismasse zum Einfrieren, und gebe dann maximal bis zu dieser Fülllinie dann die Flüssigkeit dazu, um das Ganze aufzumischen. Diese Linie sind genau 160 Milliliter Wasser. Das heißt, das ist auch eigentlich das Fassungsvermögen, womit die Ninja Creamy ja rausgekommen ist oder angepriesen wird. Und deswegen ist es für mich mein Maß, mein Eisstrich. Weil wenn ihr zu hoch kommt, ihr drückt euch die Masse raus und je nachdem drückt ihr sie euch oben in die Maschine oder ihr habt eine Riesensauerei. Und mir ist das noch nie passiert. Ich halte mich an diese Linie und sogar wenn ich Drinkable mache, mache ich erstmal auch nur so bis zur Hälfte das Drinkable dazu und das einmal durchmischen und kann dann später nochmal von Hand das andere dazu mischen. Das ist ja auch kein Problem. Also mir ist bis jetzt noch nie was übergelaufen. Und weil viele nehmen einfach hier diese Striche als Max und als beim Drinkable als,
als Fülllinie hier, der untere Teil von dem Strich und den oberen Teil von dem Strich, aber dann habt ihr eine Riesensauerei. Das passt einfach nicht. Ich sehe jetzt immer häufiger Videos, dass die Leute ihre Zutaten in der Creamy mixen. Also bevor die eingefroren sind, das hier zusammenschütten und dann in der Creamy mixen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Die Creamy ist kein Mixer. Die ist dafür nicht ausgelegt. Ich denke mal, das ist auch nicht die gesündeste Sache für die Maschine, die Sachen so zu mischen. Vor allen Dingen, ihr kriegt sie ja auch nicht, dadurch, dass das flüssig ist, das ist ja nicht fest, kriegt ihr zum Beispiel, würdet ihr die Früchte auch nicht wirklich einheitlich klein oder so kriegen, wie ihr das zum Beispiel mit einem Smoothie Maker oder in einem normalen Mixer oder mit einem Pürierstab macht. Macht euch die Mühe, dann habt ihr halt je nachdem einen anderen Becher, den ihr noch spülen müsst. Aber ich würde die Creamy nicht als Mixer nehmen. Sie ist kein Mixer, sie ist eine Eismaschine. Dann lese ich auch immer wieder, Hilfe, ich kriege meinen Becher nicht raus. Mir ist es noch nicht passiert. Es gibt mehrere Theorien, warum das so sein könnte. Eine davon ist, der Becher ist zu voll und die Masse drückt sich zu sehr hoch und klemmt sich quasi zwischen dem Pedal und dem Deckel ein und sitzt dann erstmal fest oder friert dann erstmal fest. Eine andere ist, der Deckel ist nicht richtig durchgetrocknet und friert dann auch fest. Aber im Prinzip ist es kein Problem. Wenn ihr geduldig seid, wartet ihr halt ein bisschen, weil das taut ja irgendwann. Wenn ihr das so drin habt und das lässt sich hier nicht lösen, dann würde ich euch empfehlen, und ihr wollt es jetzt direkt raus haben, nehmt das Lid, also hier diese Entsperrverriegelung vom Deckel und drückt hier unten und dreht den Deckel, den Topf runter. So kommt ihr auf jeden Fall unten an euren Topf dran und der Deckel bleibt hängen und irgendwann könnt ihr dann abmachen. Aber ja, das kann halt passieren, wenn es zu voll ist, wenn da irgendwas sich zwischendurch einfriert oder verklemmt, aber in der Regel nach ein paar Minuten einfach drin lassen, dann geht's. Vorher am besten stromlos machen und den Stecker ziehen. So, dann kommt oft die Frage, muss ich das Eis nach 24 Stunden zubereiten? Nein, musst du nicht. Es sollte mindestens 24 Stunden im Gefrierschrank sein, damit die Masse einfach gleichmäßig durchgefroren ist. Und je nachdem, wie viel Fett ihr drin habt, braucht es das auch. Wenn ihr weniger Fett drin habt oder kein Alkohol drin habt zum Beispiel oder wenig Zucker drin habt, ist das meiste auch schon schneller gefroren, nach 12 Stunden oder 15, 16 Stunden. Kommt darauf an, wie kalt euer Gefrierschrank ist. Empfohlen ist 24 Stunden. Ich lasse es meistens wirklich 24 Stunden drin. Und nein, ihr müsst es nicht zubereiten nach 24 Stunden. Ihr könnt das irgendwann zubereiten. Ihr könnt euch mehrere Töpfchen gleichzeitig anrichten und lasst die im Gefrierschrank. Und wenn ihr es braucht, holt ihr es raus. Aber ich sag mal, ich finde schon so innerhalb einer Woche sollte man es machen, weil irgendwann fangen die Sachen auch an, die Zutaten selbst im Gefrierschrank Geschmack zu verlieren. Also natürlich, je frischer das zubereitet ist, desto besser schmeckt es. Das ist halt einfach so. So, dann kommt häufig die Frage, gibt es ein Minimum? Muss ich mindestens den Becher bis zu welchem Grad voll machen? Nein, gibt es nicht. Aber ich meine, ist ja Zankerei, wenn ihr den nur so hoch voll macht. Aber es gibt es nicht. Überall, wo das Messer hinkommt, bis da könnt ihr voll machen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt auch nur so einen Rest hättet, hier so ein Drittel oder so, könnt ihr wieder einfrieren. Könnt ihr danach einen Milchshake draus machen oder irgendein Slushy oder irgendwas anderes. Also es gibt kein Minimum. Es gibt nur ein Maximum, was das Einfüllen betrifft und auch was das Verarbeiten betrifft. Ich bin aber dazu übergegangen, ich mache immer einen ganzen Becher, denn in der Regel, was wir in die Becher schmeißen, sind ja auch Zutaten, die uns schmecken. Wir machen ja, also ich zumindest nicht, ich mache jetzt kein wüstes Eis, wo ich sage, oh, ich schmeiße jetzt mal alles rein, was ich nicht mag und guck mal, ob das Eis dann schmeckt. Dann weiß ich schon vorher, schmeckt nicht, brauche ich nicht und probiere ich nicht. Deswegen könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr ein Eis macht, nehmt in der Regel Zutaten, die ihr mögt, und dann könnt ihr auch ruhig den ganzen Becher machen. Also, so, kommen wir mal zum Deckel. Deckel ist eine kleine Diva, nicht fallen lassen, dann ist er kaputt und er ist verdammt schwer zu bekommen. Eine Frage ist immer, ist das richtig, dass das Messer locker ist? Ja, das ist richtig. Das Messer muss etwas Spiel haben, weil es muss ein bisschen beweglich sein, damit es ja die Masse gut durchfräsen kann und damit es sich nicht festfrisst. Wichtig ist, wenn ihr die Creamy gebraucht habt, spült bitte den Deckel sofort gründlich, weil wenn ihr Pech habt, kann sich etwas hier unter Deckel durchdrücken und ihr habt das dann in diesem Zwischenleben hier.
Und wenn ihr das antrocknen lasst, dann ist es natürlich super, super schwer, das wieder rauszukriegen. Ich mache es so, bevor ich überhaupt mein Eis esse, mache ich den Deckel sauber. Und zwar nicht in der Spülmaschine, sondern unter fließendem Wasser. Das heißt, ich lege den mir so rum rein, spüle erstmal alles ab, was ich an Eismasse sehe. Dann löse ich das Messer raus, hier über diesen Mechanismus. Und dann seht ihr hier oben, da sind so große Löcher drin. Die habt ihr auch nochmal hier an der Seite. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man es gut sehen kann. Und da lasse ich heißes Wasser reinlaufen. Von der Seite, von da. Dann läuft schon mal hier innen drin der Deckel sauber. Und ich habe gegebenenfalls, wenn sich was rein verirrt hat, habe ich draußen. Und das klappt. Wichtig ist auch, nach jedem Gebrauch macht die Dichtung raus und spült die ab. Weil es setzt sich immer etwas Eismasse zwischen die Dichtung und unter die Dichtung. Und das ist das, was dann irgendwann anfängt zu modern oder zu stinken. Und das ist das Problem, was manche haben. Hilfe, meine Krimi stinkt die. Und danach könnt ihr das einfach so wieder reindrücken. Rillen nach oben und schön in diese Führung, die es da gibt. Ich habe ein Video dazu gemacht. Könnt ihr mal suchen in der Ninja Creamy Playliste. Da sind auch viele Tipps drin und schon Videos zu solchen Sachen. Und etwas ausführlicher. Und dann ist der Deckel wieder sauber. Nicht fallen lassen, dann ist er hinüber und dann war das ein kurzes Vergnügen mit eurer Creamy. Auch nicht vergessen, dieses Loch hier im Paddle auch sauber zu machen und den Zapfen an der Creamy sauber zu machen. Also beides immer sauber machen. Bei mir ist in der Regel nichts drin. Ich gehe aber trotzdem immer mal mit einem feuchten Tuch. Sollte sich was festgesetzt haben, dann könnt ihr das mit so einem kleinen Akkupatzschwämmchen erstmal ein bisschen lösen mit warmem Wasser und dann ein bisschen mit einem Akkupatzschwämmchen oder mit einer Zahnbürste oder so. Dann könnt ihr die Sachen auch rauskriegen. Dann habt ihr da keinen Muddel drin. Also ich finde, das ist wichtig. Und ich persönlich nutze keine Metallteile im Becher. Das einzige Metallteil, was ich mal nutze, ist mein Eisscooper hier. Und da ist der wirklich am besten. Also ich finde immer der, wo ihr dann so drauf drückt und eine Kugel rausholt, die sind nicht so gut. Also hier könnt ihr wunderbar mitarbeiten. Ich hatte ja auch schon mal den Tipp gegeben, wenn ihr das durchlaufen lasst und es dann später in so einem Thermobecher tut, den am besten vielleicht auch eine Zeit lang im Gefrierfach hattet, damit der richtig durchgekühlt ist, und kugelt euch dann das Eis oder füllt euch dann das Eis im Thermobecher ab, wenn ihr nicht alles gegessen habt und später noch was essen wollt oder wenn ihr es mitnehmen möchtet, dann könnt ihr das in den Kühlschrank danach stellen und es hält noch ewig lang, ein paar Stunden auf jeden Fall noch so, dass ihr es als Eis erkennt und als Eis essen könnt. Jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Programmen. Die Deluxe hat ja 9 verschiedene Programme. Die Creamy hat weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, weil ich keine habe. Aber ich werde immer gefragt, welches Programm nutze ich wann. Ich sage euch jetzt, wie ich es persönlich mache. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich nehme Ice Cream für richtige zusammengemixte Eisbasen. Das heißt, so richtig, wo ihr Sahne drin habt, wo ihr Milch drin habt, wo ihr viel Zucker drin habt. Also eine richtig klassische Eismischung. Das ist das einzige Mal, wo ich Ice Cream nutze. Oder Gelato. Aber da ist es, bei den beiden ist es vollkommen egal, welches von beiden ihr nutzt, weil sie haben die gleichen Drehzahlen. Das heißt, das Programm ist gleich lang, hat die gleichen Drehzahlen, also vollkommen egal, wenn ihr kein Gelato an eurer Maschine habt oder kein Ice Cream, dann könnt ihr eins von den beiden nehmen. Das ist für klassische Eiszubereitung. Light Ice nutze ich persönlich fast zu 99%, weil Light Ice ist wenig Fett, wenig Zucker. Das heißt, meine Proteineis, die ich hauptsächlich mache, meine Eis mit Kokosmilch, meine Eis mit Proteinmilch, wo ich keine Sahne zusetze, kein zusätzliches Fett, das läuft auf Light-Eis. Warum? Weil die Masse stärker einfriert. Und wenn die stärker einfriert, ist es einfach ein festerer Block. Ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen wie bei der Bohrmaschine. Wenn ich durch Holz bohre, brauche ich nicht so viel Umdrehungen oder nicht so viel Power, als wenn ich durch eine Zementwand bohre. Und von daher ist es wichtig, dass die Maschine bei Eissorten, die wenig Fett, wenig Zucker und so haben, die einfach fester frieren, weil der Wasseranteil im Prinzip höher ist oder weil Fett verhindert, dass es tief einfriert und Zucker auch, dass ihr da schon eine hohe Drehzahl habt, weil sonst fängt das Ding an zu drehen und fährt sich fest. Also mit Ice Cream könnte dir Gefahr laufen, dass sich das festfräst oder dass die Maschine überhitzt. Deswegen wenig Zucker, wenig Fett, Light Ice Cream, ganz wichtig.
Ist genauso bei Frozen Joghurt. Da dürft ihr auch eigentlich keinen komplett fettarmen oder ohne Zucker Frozen Joghurt einfrieren, weil dann einfach der Block zu fest wird. Hier bei den Drinkables ist bei mir so, Frappé mache ich, wenn ich mir einen Kaffeedrink mache. Frozen Drink ist, wenn ich ein bisschen Boost mit drin habe, also ein bisschen Alkohol, also ein Weinslushy oder so. Der normale Slushy ist, wenn ich zum Beispiel Fruchtsaft einfriere oder Wasser mit Sirup einfriere oder so. Da müsst ihr auch vorher den Behälter ca. 10 Minuten draußen stehen lassen. Ihr könnt nicht nur Wasser einfrieren, das ist ganz wichtig. Damit macht ihr euch die Maschine kaputt. Das ist einfach viel zu fest für die Maschine und ihr lauft Gefahr, dass ihr die Maschine einfach überfordert und euch der Motor durchbrennt. Ja, und Milkshake ist halt einfach, mache ich auch ganz gerne mal aus Resten. Das heißt, wenn ich nur noch so ein bisschen drin habe, wie ich eben gesagt habe, dann lasse ich das einmal durchrühren, dann fülle ich mit Milch auf und dann lasse ich es durchrühren. Ihr könnt dafür auch fertiges Eis nehmen, was ihr dann hier einfach reinkugelt und ein bisschen andrückt. Einmal Milch drauf durcharbeiten lassen, habt ihr einen perfekten Milchshake. Der Unterschied zwischen diesen Sachen ist im Prinzip nur die Textur. Ich sag mal, ein Milchshake ist ein bisschen dicker und cremiger als ein Frappé und so weiter. Also ein Slushy ist so mehr samtig. Da kommt es halt einfach drauf an, was ihr mögt. Und das könnt ihr dann auch mit der normalen Creamy machen. Ich weiß nicht, was ihr da für ein Programm habt, aber einfach ausprobieren. Also das geht damit in der Regel auch. Dann macht ihr den Becher nicht so voll, füllt ein bisschen Flüssigkeit dazu und dann könnt ihr da genauso ein Slushy, ein Shake, ein Frappé oder weiß der Himmel was draus machen. Also dafür braucht ihr nicht die Deluxe. Was ich mache, was ihr ja auch in meinen Videos schon gesehen habt, ich mische immer alles, dass das eine Masse ist. Das heißt, die ganze Masse hat eine Dichtheit, also eine Dichtigkeit und ist ja von Konsistenz nach dem Einfrieren gleich. Es wird oft gezeigt, oh, einfach eine Dose Pfirsiche da reinkippen und einfrieren. Ja, könnt ihr machen, aber die Gefahr läuft halt, dass sich euer Messer festsetzt, weil es sind verschiedene Dichten oder dass ihr die Becher verkratzt, je nachdem, weil sich dann irgendein Stück dazwischen setzt, zwischen Paddel und Messer und eventuell den Becher verkratzt oder so, dass ihr die Maschine überfordert. Am besten ist, wenn ihr eine homogene Masse habt, dann habt ihr die Sachen auch gleichmäßig verteilt. Und das ist das, was ich immer mache. Ich mixe alles durch, ich schredde auch das Obst vorher und alles. Dann weiß ich, ich habe eine einheitliche Flüssigkeit, die ich einfriere. Und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit der Maschine. Es ist jedem selbst überlassen, wie er es macht. Ich finde es von der Logik her eigentlich die bessere Lösung, einfach weil es maschinenschonender ist. Können die Ninja-Sachen in die Spülmaschine? Rein theoretisch ja. Ich würde es nicht empfehlen. Ich spüle die Sachen von Hand, weil die Spülmaschine sind andere Temperaturen drin, es ist heißer. Es dauert manchmal, bis er die anstellt, dann sind die Sachen schon eingetrocknet. Ich spüle alle diese Teile von Hand. Das geht ratzfatz, das geht ein bisschen spüli und alles ist sauber und alles ist direkt wieder einsetzbar. Bei der Deluxe stellt sich ja dann auch die Frage, ja, kann ich denn auch nur dann das Top mischen? Also ich muss ehrlich sagen, ich lasse immer einmal komplett durchlaufen, weil selbst wenn es im Gefrierschrank ist, sind es ja Teile, manche Teile schwerer, die setzen sich dann eventuell unten ab. Und wenn ich jetzt oben nur den Top spinne, dann ja, habe ich es vielleicht vom Geschmack her etwas dünner, habe ich dann das Light-Eis und der gute Zeug sitzt unten. Deswegen, ich lasse immer einmal komplett durchlaufen. Ich empfehle immer einmal den Becher komplett nach dem Einfrieren zu mischen, damit ihr auch wirklich eine einheitliche Geschmacksrichtung im Becher habt und nicht, dass das da unten ein bisschen stärker schmeckt als oben. Und ja, jetzt kommt ein ganz, ganz heiß diskutiertes Thema. Muss ich das Eis antauen lassen? Nein, du musst es nicht antauen lassen. Ich persönlich mache es. Ich lasse es in der Regel 10 Minuten draußen stehen, weil ich dann auch schon mal vermeiden kann, dass der Rand so extrem icy ist. Aber du musst es nicht. Das Einzige, wo Ninja sagt, dass du es antauen lassen musst, ist beim Slushy aus Wasser und Sirup bzw. aus reinem Fruchtsaft. Da sollst du es auf jeden Fall 10 Minuten antauen lassen. Aber nein, ihr müsst es nicht antauen lassen. Nur beim Slushy empfiehlt Ninja oder sagt Ninja, ihr müsst es 10 Minuten antauen lassen. Aus was kann ich Eis machen? Bei der Ninja Creamy aus allem. Und das ist das Geniale an der Maschine und warum ich diese Maschine so liebe. Ihr könnt aus allem, was ihr mögt, Eis machen. Ihr könnt euch einen fertigen Pudding im Supermarkt kaufen und ihn in den Becher füllen und ihr macht ein Eis draus. Ihr seht bei meinen Rezepten, ich hole schon mal fertige Proteinmus oder
fertige Proteinshakes und so weiter. Und ich mache ein Eis draus. Ihr könnt es mischen, wie ihr wollt. Ihr seid im Prinzip an keine Rezepte gebunden, außer dass ihr kein Wasser pur einfrieren sollt. Aber eurer Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Und das finde ich so genial. Ihr könnt hier so eine Paradiescreme einfach nach Rezept anmischen, hier einfüllen und ihr macht ein Eis draus. Und es schmeckt geil. Also von daher, ihr könnt zur Grillsaison ein Tomaten-Mozzarella Basilikum-Eis machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt alles damit machen. Ihr müsst euch nur trauen. Schmeißt's rein und macht ein Eis draus. Gebe ich frische Früchte beim Mix-In dazu? Nein, das macht ihr nicht. Warum? Weil das Eis dann zu flüssig wird. Wenn ihr Früchte im Eis haben möchtet, dann macht sie in die Basismasse und schreddert sie mit. Dann habt ihr ein Kirscheis oder was auch immer. Gebt keine Kirschen am Ende über Mix-In dazu, weil es einfach das Eis total flüssig macht. Oder ihr macht es rein und dann müsst ihr es aber erst nochmal einfrieren, damit ihr wieder eine halbwegs Eiskonsistenz habt. Wenn ihr frische Früchte reinmachen möchtet, dann würde ich die später von Hand einrühren, ein bisschen oder als Topping dazugeben. Ansonsten wird euch die ganze Masse zu flüssig. Das ist bei extrem trockenen Früchten, wo mir jetzt keine einfallen, könnte man das vielleicht machen oder zum Beispiel getrocknete Datteln klein schneiden und in Vanilleeis oder getrocknete Feigen in Vanilleeis. Das wird vermutlich gehen, aber die müsst ihr vorher klein schneiden, das wird die Maschine auch nicht klein kriegen. Aber alles, was frisch und saftig ist, müsst ihr euch im Hinterkopf behalten, macht mein Eis flüssig. So, wenn ihr wie ich viel Proteineis, viel fettarmes Eis ohne Zucker macht, dann kann es sein, wenn ihr das Eis nur so durchrührt, dass es eisig schmeckt. Das heißt, dass ihr so leichte kleine Eiskristallbildung habt und das schmeckt ihr. Warum? Weil es fehlt Fett, das bindet, und es fehlt Zucker, das bindet. Und dem könnt ihr ein bisschen entgegenwirken, indem ihr zum Beispiel, ihr könnt Cream Cheese, also Frischkäse zum Binden nehmen. Den müsst ihr aber vorher auflösen oder wenn ihr halt im Smoothie Maker das richtig durchknallt, ist er aufgelöst. Ich nutze Guacanmehl. Ist ein ganz natürliches Bindemittel, ganz wenig nutzen, ungefähr 1 Gramm, 2 Gramm, also das ist ein Viertel Teelöffel, das ist wirklich wenig, sonst habt ihr das Gefühl, als hättet ihr Kaugummi im Mund. Also ganz wenig nutzen und gut in die Masse vorher einarbeiten, in die Basismasse. Wenn ihr pulverige Zutaten habt, dann rührt ihr das da schon rein und mixt es dann mit den flüssigen Sachen zusammen und ansonsten rührt ihr es auch gut in das Gemixte rein, damit das gut verteilt ist und damit ihr keine Klümpchen habt. Ihr könnt Xanthan nutzen, das ist auch ein natürliches Bindemittel. Übrigens, Guacanmehl und Xanthan werden auch bei der normalen Eisherstellung benutzt, in der Eisdiele, was man so kennt. Ihr könntet Glycerin benutzen, habe ich noch nicht benutzt, brauche ich nicht. Ich komme mit Guacanmehl und so wunderbar klar. Ihr könntet ein bisschen Alkohol benutzen, aber man will ja nicht in jedes Eis einen Wodka reinkippen, weil der ist geschmackslos und der bindet auch. Ihr könntet Zuckerersatzstoffe nutzen, wenn ihr das möchtet. Die binden auch und das sind also alles Sachen, die diese Eisbildung reduzieren oder vermeiden. Am Rand und am Boden werdet ihr nach dem ersten Durchgang immer Eis haben. Warum? Der Pedal kommt nicht bis an den Rand. Sonst würde er ja alles zerkratzen. Deswegen bleibt uns am Rand in der Regel immer ein kleiner Eisring stehen und der wird halt nicht so aufgearbeitet wie der Rest, wo dann quasi diese Eiskristalle aufgebrochen werden und der Rand schmeckt icy. Wenn ihr also nur einen Durchgang braucht, dann würde ich euch empfehlen, auch nur aus der Mitte das Eis rauszuholen und dann später das glatt den Rand mit einzuarbeiten und eventuell nochmal kurz auf Mix-In oder auf Remix machen, damit ihr da auch diese ganze Eiskristallkette im Prinzip aufbrecht, weil da kommt ihr nicht drum rum. Der Rand bleibt stehen in der Regel und der ist icy. Warum ist mein Eis pudrig? Ja, passiert. Habt ihr in meinen Videos gesehen, passiert mir sehr oft. Warum? Weil wir wenig Fett und wenig Zucker in unserem Eis haben oder in meinem Eis haben. Das ist ein Grund für das Pudrigwerden. Ein Grund ist auch, wenn es zu kalt ist, das Eis. Oder je nachdem auch, wenn es falsche Programm sein sollte. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Wenn es pudrig ist, gebt ihr einen kleinen Schuss Milch dazu. Oder ihr versucht es erstmal nur mit einem Respin. Ich gebe immer ein, zwei Teelöffel Milch mit rein oder Flüssigkeit mit rein und lass es durchlaufen und in der Regel mit Respin und in der Regel ist es dann perfekt.
Beziehungsweise, je nachdem, mache ich nochmal einen zweiten Respin. So einfach ist das. Also es ist nichts schlecht mit dem Eis, wenn es pudrig ist. Das ist einfach Physik. Fragt mich warum. Ich weiß es nicht. Passiert. Genauso, wenn ihr diese kleinen Kügelchen da manchmal drin habt. Kann sein, dass die Masse nicht gleichmäßig gefroren ist oder so, dass ihr dann so einen Schneeball da draus macht, so mehrere kleine Raffaellos euch da oben drauf legt. Ist aber auch nicht, dass das Eis dann schlecht ist. Nein, es ist einfach Physik. Warum muss die Oberfläche glatt sein und warum muss ich darauf achten, dass der Behälter im Gefrierschrank nicht schief steht? Ganz einfach, wenn der Pedal runterkommt und das Messer sich schräg stellt, weil das jetzt nicht ganz gerade ist oben, oder ich sag mal, ein kleiner Hubbel macht keinen Unterschied, aber wenn ihr so einen Berg drin habt, dann fräst es falsch. Dann kann es sein, dass das Messer schief läuft, dass ihr euch die Maschine kaputt macht, dass dadurch dieser Stab, der hier runterkommt, die Achse, dass sie dadurch schräg läuft und verbogen werden könnte. Und also es ist, Ninja sagt, es ist sehr wichtig, dass die Oberfläche gerade ist. Ich persönlich achte drauf. Ihr wisst, seit ein paar Videos lege ich diese Deckel oben auf die fertige Masse und bin da super zufrieden mit, weil die bleibt wirklich glatt damit. Ihr könntet auch einen Deckel von einem Glas, wenn ihr so ein großes habt, drauflegen. Das ist natürlich schwerer als so ein Silikondeckel und da habt ihr die Gefahr, dass es nach unten sinkt. Bei mir ist bis jetzt noch nichts nach unten gesunken. Wäre natürlich doof, wenn es nach unten sinkt und dann habt ihr den da unten drin liegen. Das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Deswegen, bei mir passt's. Also ich lege das immer drauf, vorm Einfrieren, bis es dann halbwegs gefroren ist und dann mache ich den richtigen Deckel später im Gefrierschrank. Man liest auch immer wieder, dass manche Plastikspäne im Eis haben. Toi, toi, toi. Mir ist das noch nicht passiert. Meine Becher sind alle noch astrein. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, warum ich glaube, dass es passieren kann. Es gibt auch Produktions... Ich weiß nicht, ob es nur eine bestimmte Charge war, wo eine Fehlproduktion war, wo der Pedal nicht richtig saß und dass das dadurch verrutschen kann oder wo die Achse nicht richtig befestigt ist oder irgendwas, das verursacht, dass das Ganze aus dem Ruder läuft, sag ich mal, und dass das dadurch an den Rand kommt. Es kann natürlich auch sein, wenn ihr die Sache vorher nicht mixt, alles zusammen, dass sich dann zum Beispiel ein Stück Nuss, eine Blaubeere, irgendwas, was noch gefroren ist und richtig hart ist, dass das mitgeschliffen wird und euch das Ganze abkratzt. Es ändert nichts an der Tatsache, ihr habt Kunststoff im Eis und dann könnt ihr das Eis wegschmeißen. Wenn es mir passieren würde, ich würde bei Ninja anrufen und das zeigen. Oft, also bei mir kann es ja eigentlich kein Produktionsfehler mehr sein, weil ich habe die Maschine schon so lange und es ist noch nie was passiert. Es kann auch sein, wenn die Maschine zu voll ist, wenn die Behälter zu voll sind und so. So hundertprozentig weiß man es nicht, aber es kann passieren. Aber das wäre jetzt kein Grund für mich zu sagen, ich kaufe mir die Maschine nicht. Also dafür ist die Maschine zu genial und ich denke, wenn man sich an die Regeln hält, dann ja, ist die Chance relativ gering, dass das passieren könnte. Kann ich veganes Eis machen? Klar, du kannst alles machen. Du kannst jedes Eis machen, was du willst. Du musst dann nur vegane Zutaten nehmen. Das geht. Veganer Joghurt oder eine Pflanzenmilch oder sonst irgendwas. Ihr könnt mit veganen Zutaten ganz normal euer Lieblingseis zusammenmischen. Da kenne ich mich jetzt allerdings nicht so aus, weil ich ja meistens wirklich normale Milch, Kuhmilch nehme und Joghurt und so. Aber das gibt es ja auch als vegane Produkte. Aber da kann ich euch nicht sagen, wie die Mischungen da sind. Einfach ausprobieren. Hey, das schmeckt. 100 pro. Boah, ich kann den ganzen Becher nicht essen. Ja, ist nicht schlimm. Nehmt euch das raus, was ihr braucht. Streicht sofort, bevor ihr das Eis esst. Und noch am besten, bevor ihr den Deckel sauber macht. Die Oberfläche glatt, Deckel drauf, sofort zurück in den Gefrierschrank. Und wenn ihr das nächste Mal rausholt, macht ihr das wieder auf dem gleichen Programm, wie es war, weil das wird wieder richtig fest. Es sei denn, ihr hättet Glycerin mit reingetan, dann bleibt es vermutlich kugelbar, aber das mache ich nicht. Ich lasse es dann lieber nochmal durchlaufen. Aber ihr solltet den Rest so schnell wie möglich einfrieren, einfach wegen der Kühlkette. Ganz, ganz wichtig, niemals warme oder heiße Bestandteile in den Becher geben zum Frappé, Shake oder sonst was machen. Das Ding fliegt euch dermaßen um die Ohren. Hitze will raus, Hitze dehnt sich aus und ihr habt die größte Sauerei. Also ein Kaffee, wenn ihr den da reinmacht oder ein Kakao, lasst ihn abkühlen. Macht das nicht. Ihr habt keinen Spaß mit dem Getränk, das sage ich euch jetzt schon. Und ihr seid ewig damit beschäftigt, die Maschine sauber zu machen. Frozen Drinks. Ja, Alkohol ist ein Gefrierhemmer. Also ich würde so wenig Alkohol wie möglich dazu tun. Und die Sachen später über Mix-In mit reingeben. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, mir ein Aperol
gefroren mache, mache ich zum Beispiel, ich setze mir ein bisschen Weißwein kalt an mit Orangensaft und mache dann später den Aperol drauf und ein bisschen Tonicwasser oder ein bisschen Prosecco noch für die Bubbles und rühre es dann rein. Genauso, wenn ihr irgendwelche Gin Tonics oder Espresso Martini oder sonst irgendwas macht, tut den harten Alkohol später rein, weil euch friert die Masse nicht richtig durch. Und da ist es auch wichtig, dass ihr es wirklich mindestens dann 24 Stunden vorher einfriert, weil Alkohol hemmt einfach das Einfrieren. Ja, nochmal zum Mix-In. Es gibt manche Sachen, die gehen beim Mix-In nicht kaputt. Dazu gehören zum Beispiel ein bisschen härtere Nüsse wie Mandeln oder Gummibärchen, werden in der Regel auch nicht zerteilt oder so. Wenn ihr da kleine Stücke haben wollt, müsst ihr entweder Mini-Gummibärchen nehmen oder ihr macht die vorher, hackt die vorher schon und lasst die dann unterheben. Weichere Sachen wie Brezel, Erdnüsse werden auch schon teilweise geschreddert oder so, die so ein bisschen weicher sind, die gehen auch kaputt. Kekse gehen kaputt und sowas, das geht kaputt. Aber wenn ihr jetzt da oben so ein Marshmallow reinlegt, der wird nicht geschreddert. Da müsst ihr die Mini-Marshmallows nehmen oder so. Oder Mini-Smarties und sowas. Also da solltet ihr wirklich, das geht nach Härte. Das ist halt dann, das dreht mit so einer langsamen Drehzahl die Sachen rein. Dann habt ihr am Ende die noch genauso wie am Anfang. Also entweder vorher schon ein bisschen klein hacken, wenn es sehr harte Sachen sind und alle anderen Sachen. Ich brösel auch schon mal die Kekse klein oder Brezel klein, wenn ich was Salziges drin haben will oder so. Dann seid ihr mit dem Mix-In happier. Ja gut, und wie gesagt bei der Deluxe, ihr könnt zwei verschiedene Mix-In-Sachen ins gleiche Eis machen. Ihr macht erst die obere Hälfte mit Mix-In und macht dann die untere Hälfte mit Mix-In. Oder ihr macht den ganzen Becher mit Mix-In oder ihr macht nur eine Hälfte mit Mix-In. Das ist halt der Vorteil von der Deluxe und das ist echt cool. Wenn ihr halt viel mit Mix-In machen wollt, dann vielleicht doch eher die Deluxe. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt echt alle Fragen, die mir so aufgefallen sind, beantwortet. Wenn nicht, schreibt neue Fragen drunter. Ich notiere sie mir dann wieder und mache dann irgendwann nochmal eine Fortsetzung davon. Und auch sonst, wenn ihr Fragen habt, natürlich schreibt sie immer drunter. Ich beantworte sie gerne, sofern ich sie beantworten kann. Ich würde die Maschine immer wieder kaufen. Ich finde, es ist so eine geniale Sache, ganz einfach, weil die Handhabung so einfach ist. Und weil ihr alles mischen könnt und weil ihr euch so gesunde Sachen machen könnt. Übrigens, ich nutze, um zu gucken, ja, wie die Werte, die Inhaltsstoffe sind von den Sachen, die ich da reinmische, nutze ich MyFitnessPal, die App. Die ist kostenlos. Es gibt auch eine Bezahlversion, die habe ich zwar auch, aber es gibt auch eine kostenlose Version. Dann kriegt ihr das trotzdem alles ausgeschmissen. Bei Yazio habe ich jetzt gesehen, da müsst ihr sogar schon bezahlen, wenn ihr den Zucker angezeigt haben wollt. Echt jetzt? Also finde ich schon ein bisschen frech. Aber muss jeder wissen, wie er möchte. Es gibt andere Apps auch. Ich persönlich nutze MyFitnessPal. Da kriege ich alles schön angezeigt und dann kann ich sehen und mich freuen, wie gesund meine eigenen Eiskreationen sind. Übrigens, wenn ihr ein bisschen mehr Geschmack, je nachdem, mit reinmachen wollt, ich nehme dann immer so Bio-Sachen. Ich habe hier so ein Bio-Pfefferminzöl, wenn ich mein After-Eight-Eis mache. Oder ich habe auch so eine Bio-Vanille hier. Ich versuche halt so wenig künstliche Zutaten dazu zu nehmen wie möglich. Wenn ich mein Pfefferminzeis mache, dann nehme ich 15, 16 Gramm frische Minzblätter und häcksel das alles im Smoothie Maker klein. Und ich weiß halt, was drin ist. Und das ist halt so super bei der Maschine. Ihr könnt halt wirklich selber bestimmen, was ihr für ein Eis macht und wie ihr es macht. Ihr könnt natürlich auch die größten Kalorienbomben machen. Und wir machen demnächst eine. Vollkommen untypisch für meinen Kanal, aber das schmeckt halt so geil. Und ihr könnt halt auch super gesunde Sachen machen. Und ihr könnt ein super Sorbet machen. Und das ist das, was ich an dieser Maschine so liebe. So, vielen Dank für eure Treue. Teilt das Video gerne, liked es gerne, abonniert die Liste oder meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.